Quadratische Ergänzung. Wir versuchen ja immer so eine Gleichung, eine quadratische Gleichung, auf diese Form zu kriegen, ja. Und das müssen wir Schritt für Schritt machen. Im ersten Schritt klammern wir immer dieses 3 hier aus, ja. Wir nehmen also quasi das, was vor dem x Quadrat steht, weg. Also das den Faktor vor dem x Quadrat muss weg. Heißt, wenn man 3 ausklammert, dass man quasi die Terme, wo das Ganze ausklammert wird, durch 3 teilt. Also der Term wird durch 3 geteilt, dann bleibt stehen x Quadrat und der Term da hinten wird durch 3 geteilt. Also minus 3x wird geteilt durch 3 gerechnet, also bleibt minus 10x stehen. Da mit dem Taschenrechner könnt ihr euch schon recht viel helfen. Hinten minus 12, ja, das bleibt unberührt, das schreibt man auch außerhalb von der Klammer. Im zweiten Schritt versuchen wir jetzt diesen Term hier als den gemischten Term einer binomischen Formel zu schreiben. Der gemischte Term heißt immer 2 mal a mal b, also schreibt man immer als 2 mal Rest mal x. In dem Fall 2 mal 5 mal x. Also wir schreiben eigentlich immer diesen Term als 2 mal irgendwas, in dem Fall 2 mal 5. Dann muss quadratisch ergänzt werden. Das, was quadratisch ergänzt werden muss, ist immer das, was hier dran steht. Also da steht eine 2, da steht das x und das, was dazwischen steht, das wird quadratisch ergänzt. Plus 5 Quadrat, minus 5 Quadrat und gleichzeitig eben auch wieder abzogen. Warum man das macht, wird ganz klar beim vierten Schritt, denn diese ersten 3 hier ergeben jetzt genau die binomische Formel. X minus Formel ist es 5. X minus 5 in Klammern zum Quadrat. Das minus 5 Quadrat, das muss da hinten drin bleiben. Ja? Wir haben nur das plus 5 Quadrat für die binomischen Formel braucht, das minus 5 Quadrat nicht. So, jetzt sind wir schon fast so weit. Dieses Teil da drin stört uns noch ein bisschen. Das muss nach draußen geschickt werden. Und das wird nach draußen geschickt, indem ich es mit der 3 multipliziere. Also, das Quadrat, das was hier übrig bleibt, wird mit dem da vorne raus multipliziert. Denkt dran, dieses Minus, das steht vor dem Quadrat, also das gehört da dazu. Heißt also, minus 3 mal 5 Quadrat schreibe ich dahinter. Ja? Also 3 mal minus 5 Quadrat gibt minus 3 mal 5 Quadrat. Jetzt habe ich es aus der Klammer rausgeschmissen. Heißt, vorne kann ich theoretisch auch die Klammer weglassen, hinten wird multipliziert und zusammengefasst gibt minus 87. Und jetzt habe ich es in der Form, wo ich es haben will, nämlich genau in der da und kann es ablesen. Für x gleich 5 habe ich ein Minimum, weil hier vorne ein positiver Wert steht, von minus 87. So funktioniert eine quadratische Ergänzung.